Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Hexe von Nordnord Musik in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hexe von Nordnord Musik, das Ganze im März 2019 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. So sieht die Vinyl aus und zusätzlich dazu gab es auch noch ein wunderbares Poster. Wir starten mal mit der Vinyl, werden das Ganze mal aus der Folie holen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. So, Folie kann weg. Wir haben hier einen Albumtitel, der gleichzeitig auch ein Palindrom ist, und zwar Hexe. Palindrom, das sind Wörter, die von vorne und von hinten gelesen das gleiche ergeben. Das ist in diesem Fall der Fall. Hexe, Hexe. Das E wurde sogar umgedreht, das zweite, um diesen Eindruck nochmal zu verstärken. Das Ganze ist von Nordnord Musik. Denen von euch, denen das nicht sagt, das sind drei Rapper, also mittlerweile drei Rapper, Drama Kuba, Cannibal Rob und Fork. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine Dame abgebildet mit einem Küchenmesser, das sie fest umklammert hält, und ihre Augen sind mit türkisen Punkten hier überdeckt. Hier unten lese ich dann noch 666FFF. Auf der Seite lesen wir Hexe und auf der Rückseite haben wir dann auch wieder Hexe, ein umgedrehtes Kreuz und die Tracklist zum Album. Wir haben hier insgesamt 15 Tracks an der Zahl, verteilt auf zwei Vinyls. Wir haben hier einmal die Seite A, Seite B, Seite C, Seite D und Features von Reverend Kane, Gregors, Tarek, KIZ, Jack Fluch, Jack the Robber, Killer June. Ja, also ich muss ehrlich sagen, mir sagen nicht alle Features was, aber die meisten dann doch. Sorry, falls ich da jemanden falsch ausgesprochen habe. Hier haben wir dann die drei Beteiligten, wie gesagt, also Cannibal Rob, Drama Kuba und Fork One oder auch nur Fork, je nachdem. So sieht das Ganze von innen aus. Also sieht so aus, als würde hier ein Fötus, ein Kleinkind irgendwie, ja, wobei das sieht schon so aus, als wäre es zur Welt gekommen, als würde es hier in einer Schale liegen, eventuell in einem Brutkasten, und dann hier eine Hand, das dürfte dann wohl die Hexe sein, die an dieses Kind ran möchte. So, weiter gibt es hier drin nichts zu sehen. Wir kommen zu den beiden Vinyls, einmal und zweimal. Wir haben hier wohl, jawohl, also ein mehr oder weniger Booklet, und zwar ist das hier so ein etwas dickeres Papier. Hier haben wir dann nochmal den Albumtitel und die Interpreten. Das Ganze hier so mit Schlangen verziert, so ornamentmäßig. Das Küchenmesser und dann haben wir hier nochmal die Tracks im Detail. Also hier nochmal aufgelistet mit der Info, wer den Beat beigesteuert hat und wer auf diesem Track gerappt hat. Und dann haben wir hier auch noch die Infos zum Album. Jawohl, sehr schön. Dann kommen wir zu den beiden Vinyls. Die kommen in schwarzen Hüllen. Und jawohl, das sieht mal richtig gut aus. Die Vinyls an sich nicht klassisch in schwarz gehalten, sondern in einem knalligen Orange. Hier lesen wir Hexe A. Auf der Rückseite haben wir dann hier Türkis, dieses Schlangenornament. Und die knallige orange Vinyl kommt hier in einer schwarzen Papphülle. Und dann haben wir natürlich auch noch die zweite Vinyl, die vom Design her wohl ziemlich ident sein wird. Jawohl. Also orange Vinyl, in diesem Fall die C-Seite und dann die D-Seite. Gefällt mir gut. Ich bin generell immer ein Riesenfan davon, wenn die Vinyls eingefärbt sind und nicht einfach klassisch in diesem Schwarz gehalten sind.
Das gefällt mir immer gut in Farbe. Und dann haben wir, wie am Anfang gesagt, auch noch ein Poster mit dabei. Und dieses sieht so aus. Also hier auch nochmal das Albumcover im Hochformat. So sieht es aus. Das Ganze ist einseitig bedruckt. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal dieser Einleger hier mit den Infos zum Album, mit den Album-Credits und der Tracklist. Und natürlich die beiden Vinyls, also die Doppelvinyl des Albums, A, B, C und D-Seite mit insgesamt 15 Tracks, sowie das Poster einseitig gedruckt im Hochformat. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl-Edition von Nord-Nord-Musik Hexe. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nord-Nord-Musik unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.